This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Ja. Ja, nun sitzen wir. Komm, stehe ich hier und singe, kommen Sie von nah und fern. Ja, hier ist er. Ja, Lasse ist gestern bei mir angekommen. Wir haben mal eben kurz das ganze Revue passieren lassen, was ihr da gemacht habt. Und wir sind, also ich bin vollkommen überwältigt von der großen Anteilnahme. Unglaublich eigentlich. Ja, es ist unglaublich. Ja, wir haben viel geredet über das ganze Thema, auch im Moment, was in der Welt los ist, was hier in Deutschland los ist. Mich schrieb noch vorgestern einer aus der Schweiz an, der gerade aus der Schweiz heraus betrachtet, wie in Deutschland so alles so selbstzerstörerisch wird. Und dass man das im Ausland auf uns mit Sorge guckt, auf Deutschland guckt und dieses egoistische und denunzierende, dieses Verhalten wie im Dritten Reich damals von den Leuten, dass Leute, ich habe gar keinen Anspruch, jemanden, was der da hinten mein Nachbar macht, ist mir sowas von scheißegal, weil ich erwarte von dem, dass er, wenn ich jetzt mal grille oder so und ihn stört, dass der da auch tolerant ist. Und deswegen bin ich ihm gegenüber auch tolerant. Aber das ist, denke ich mal, spiegelt einfach auch so ein bisschen jetzt mittlerweile die Gesellschaft wieder. Ja, dass Leute einfach durch Denunziation oder durch einfach nur Vermutungen, sage ich jetzt mal, da privat Probleme kriegen, was vielleicht dann auch so ein bisschen jetzt in meinem Fall das Ganze so ist. Und das ist eigentlich ja schon etwas deprimierend, muss ich sagen. Und hat mir persönlich jetzt ganz, ganz massiv die Augen geöffnet. Also ich glaube, ich war da einfach etwas verblendet. Ich habe halt immer versucht, das Richtige zu tun und habe einfach auch vielleicht die Wahrheit gezeigt und das geht einfach nicht mehr. Und das ist ein... Ja, das Volk, die 80% Stadtgrünen, die wollen nicht mehr die Wahrheit sehen. Die wollen ihre verblendete Sichtweise von dem, was ist. Und es muss alles geschwurbelt sein. Ich habe gestern ein Video gemacht, hochgeladen, über ein Jakutenmesser. Und dabei zeige ich eben auch, wie ich damit wild aufbreche. Ja, und das ist einfach wahrscheinlich mittlerweile eine Sache. Das ist nicht mehr... Ja. Zeitgemäß, ja. Zeitgemäß, die können das nicht zeigen. Die Welt kann das nicht mehr ab. Nee. Also sie ist so, das ist so, wenn alles zu viel wird oder wenn der, jeder meint auch, dass er dir sagen muss inzwischen, was du wie zu tun hast. Das sieht man auch in den Kommentaren, dass Kommentare sind ja irgendwo da, auch seine Meinung kundzutun, was ich ja auch verstehe. Aber wenn du so ein Video machst, dann machst du das ja, weil du das so machst. Und ich frage mich immer, ob andere Leute sich genauso viel Tipps anhören würden, die sie als wohlgemeinte Kritik immer darstellen und das selber auch alles annehmen würden, was sie von anderen verlangen, dass sie annehmen sollen. Also ich finde halt einfach, da wird, egal was man macht, egal auch wie gut du es machst oder sonst was, es wird eigentlich nur noch gesucht nach einem Fehler. Und wenn man da nicht irgendwas findet, dann wird irgendwas hineininterpretiert. Da wird irgendwas dazu gedacht, dazu erfunden und dann, und das ist einfach bitter und nervig. Ich habe mir letztens noch mal wieder das Wild- und Hund-Forum, ist für mich so eine richtige Fallstudie für Menschen, ja. Was da für Abgründe sich auftun, wenn man da in diesem Fall wenn man bei Wild- und Hund-Forum, müsst ihr mir mal Wild- und Hund-Forum, Lasse Böckmann, und dann könnt ihr euch über 80 Seiten Abgründe der Gesellschaft angucken, wie Menschen urteilen. Und das Schlimme ist, da sind echt Leute bei, die sind wie so richtig hassverblendet. Und
denen ist gar nicht aufgefallen, dass sie eigentlich, die fordern dann, ja, was im Wald bleibt, bleibt auch im Wald und genau, dass man nichts tun darf. Also heißt es eigentlich, dass sie die gesamte Zeit Straftaten genau begehen und das darf nur keiner wissen. Genau. Und das ist aber okay. Das und dann sind gut, sie moralisch richtig. Aber, und dann verurteilen sie einen, der das Gleiche tut, aber das nur mal, weil da, oder nicht mal was Gleiches getan hat, sondern einfach den gängigen Jagdalltag gezeigt hat und sagen dann, ja, der ist auch blöd, weil er, wenn er so doof ist, das ins Netz stellt, dann muss er sich nicht wundern. Das Problem, lass uns nochmal eben, den wollte ich nur zu Ende führen. Ihr müsst, die müssen, die Leute heutzutage sollen wirklich darüber nachdenken. Heute ist es Lasse. Gestern, letztes Jahr war ich das, hatte die eine Anzeige am Hals wegen einer. Da hat einfach jemand gesagt, ich hätte eine illegale Waffe, was ich nicht habe. Und schon hast du eine Hausdurchsuchung. Wenn das dann weitergeht und schon war ich ein paar tausend Euro für Anwaltskosten los. Einfach so. Das hat einfach meine Lebensenergie gefressen, nur um mir einen Stein in den Weg zu hauen. Und nächstes Mal, guck sie dir an, da im Wild- und Hundforum, Herr Karst, du bist das nächste Mal vielleicht selber dran, hast aber immer den moralischen Zeigefinger. Und du, die schnallen, die sind so doof, so dumm, dass sie nicht schnallen, dass sie nächstes Mal die Nächsten sind, die dran sind. Da braucht nur irgendeiner, sag ich mal, mit dem Handy vorbeikommen oder irgendeiner kann euch nicht leiden. Der macht irgendein Foto, irgendeine Videoaufnahme und unterstellt euch dann irgendwas, einfach nur so. Unterstellt euch irgendwas und ihr habt mal Probleme. Und das ist im Moment, ich hatte noch einen netten Einwand gehabt bei mir der hatte mich dann da angerufen. Im Zuge der Charity-Aktion musste ich ja mit ganz vielen Leuten Kontakt erhalten und es haben mich auch ganz viele angerufen. Ich habe mir echt Mühe gegeben, die letzten zwei Wochen hing ich fast nur am Telefon. Und die Leute, und habe das auch, weil ich fand, das war meine Pflicht auch, euch den Dank zu geben für das, dass ich nicht da einfach wegdrücke oder so, weil so viele Menschen haben mich angerufen und mir Dank zugesprochen, Mut zugesprochen auch und für Lasse auch Mut zugesprochen. Und da sagte, das war auch ein Jäger, der sagte, wir gehen in Zukunft, wir sind nur noch mit, wenn wir rausgehen, nehmen wir unser, ich habe jetzt hier so Handy raus, Klack auf Aufnahme, wenn du im Revier auf Menschen triffst, machen die wie ein Automatismus das Handy an und schalten das auf Aufnahme und filmen schon wie so eine Bodycam, wenn sie rausgehen und da wären andere Menschen, damit das ab dem Moment gefilmt ist, wenn sie auf diese Menschen treffen, weil in deren Bereich sind militante Tierschützer unterwegs, die einfach mit mehreren den Kontakt zu Jägern suchen. Und der sagt vielleicht nur einfach höflich guten Tag, aber die sind mit mehreren erst alleine und dann gehen die sofort zur Polizei und behaupten, der hätte sie mit der Waffe bedroht. Und zack ist der Jäger seine Papiere los. Und hat Stress. Und hat Stress und kann das nicht beweisen, weil welcher Jäger bedroht denn jemanden einfach so, weil er da im Wald, weil ich zum Hochsitz gehe, wieso sollte ich da irgendeinen Spaziergänger bedrohen? Das ist ja total gaga. Und ich hege auch gar keinen Groll gegen andere Menschen. Also, aber es ist im Moment eine gängige Praxis. Und daher solltet ihr im Wild- und Hundforum euch bewusst sein, dass heute ist es der. Morgen, letztes Jahr war ich auch dran. Nächste Woche seid ihr vielleicht dran. Und deswegen ist euch gar nicht bewusst, in welchem Boot ihr eigentlich sitzt und welchen Gang wir hier haben. Und dass in Deutschland welche Bewegung da läuft. Und ja. Willkürlich. Willkürlich ist ja, das. Willkür. Willkür. Wir haben gestern, ja, es ist bewegend, also ich war sehr nah am Wasser gebaut. Mir fehlten in den Auktionen, also in den Livestreams zum Teil die Worte über die Großzügigkeit der Leute. Und das hat mir wirklich, ich war auch echt am Zweifeln langsam an der Gesellschaft. Gibt dann wieder so ein bisschen Auftrieb. Das gibt einen Auftrieb, dass dann doch nicht nur böse Menschen unterwegs sind, die da ganze Foren füllen mit Vermutungen und Mutmaßungen über Unterstellungen. Und vor allem halt, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, von Jagdkollegen. Und das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Es kann ja sein, dass sich vielleicht die ein oder andere Art von irgendeinem Jäger
nicht, dass das nicht meine Art ist, sage ich jetzt mal, aber dann einfach die momentane Situation, die wir hier bei uns in Deutschland haben, da noch auszunutzen, da schießt man sich auf gut Deutsch gesagt langfristig selber ins Bein. Ja. Das ist unglaublich. Ich sag das auch immer wieder bei uns im Schützenverein, das versuche ich den Sportschützen auch klar zu machen. Ich bin ja Sportschütze und Jäger. Und ich schieße leidenschaftlich gern Pistole und das macht mir einfach Spaß, Schießen als Sport. Wie gesagt, ich mache immer Vereinsmeisterschaften, Kreismeisterschaften, mache ich immer mit. Das ist für mich wichtig. Das gehört Gesellschaft. Dazu. Gesellschaft, das gehört dazu. Und immer wieder höre ich auch in den Vereinen diesen Affront. Ja, die Jäger und dann die Sportschützen. Die Luftgewehrschützen, ja, wie sie alle heißen. Wir sind alle eins. Wir sind die alle Messerleute, das ist genau das Gleiche. Die Leute, die gerne Messer mögen. Du wirst da sofort, wenn du eine Klinge über 12 cm, das muss man sich mal vorstellen, das heißt ja nicht damit, dass ich mit der Klinge irgendwelche Leute aufschlitzen will. Mir macht das Messer Spaß, ich habe es gern, ich habe auch gern mal ein großes Messer, aber selbst die Leute werden alle in eine kriminelle Ecke gedrängt. Ja. Also das ist unglaublich. Da wir haben in Deutschland einen in 0,0 sonst was Promille Bereich mit illegalen Waffen. Ich glaube, das sind irgendwie pro Jahr so 18 Taten mit legalen Waffen im Delikte, die da richtig stattfinden, wo irgendwie in Deutschland, das ist so wenig oder irgendwie 18 oder... Ja, da gibt es auch Fachleute, die das vielleicht von den Zahlen her besser wissen, da wollen wir mal jetzt, sag ich mal, vom Prinzip auch nichts Falsches sagen, aber was halt einfach, das ist einfach ja, schockierend. Wo das hingedreht wird, ja, und wie schnell das geht und ja, du wirst in eine Ecke geschoben und dann musst du dich aus dieser Ecke erstmal wieder befreien und in der Zeit, bis du dich da befreit hast, bist du erstmal ein Verbrecher. Du bist einfach erstmal als Verbrecher, als unzuverlässig abgestuft. Du hast dein ganzes Leben nichts gemacht, das spielt alles keine Rolle, du bist erstmal unzuverlässig. Ja, ja, ja. Und dann musst du dich da rausrudern und dann musst du das beweisen und musst dies und das und so weiter. Ja, du musst ja als Jäger beweisen, oder das ist ja diese Beweislastumkehr. Normalerweise, wenn du irgendwie Auto fährst, fährst du schnell? Ticket. Wenn du dann noch, wenn dann noch herauskommt, dass da irgendwelche Ungenauigkeiten waren, müssen die dir beweisen, dass das alles rechtens war. Wenn du brauchst nur Einspruch erheben dagegen. Genau. Ja, bei uns ist es so, andersrum. Verdacht. Verdacht reicht, um dich komplett zu skalpieren. Und dann stehst du da. Und dann ist das eben noch so, dass wenn du Glück hast, kommst du davon. Wenn du noch mehr, ja, die Gerichte sind dann... Dauert alles ewig, du musst mal vorstellen, ich sag jetzt einfach, der Matthias hat eine illegale Waffe, dann kommt die Polizei, eine Hausdurchsuchung bei einer Familie, die stehen in deinem Haus drin und... Ich hab ja keine illegale Nein. Waffe, die war ja eingetragen, die haben dann eine eingetragene legale Waffe mitgenommen. Weil der Verdacht bestand, weil irgendjemand gesagt hätte, die wäre illegal. Da hätten die, verstehe nicht, warum, da kann ich doch als Polizist anrufen oder ich fahre kurz vorbei und sag hier, du, da und da ist das Problem, zeig ich mir her das Ding, kann man das, nee, da muss ich mit wie vielen Leuten? Ja, du stehst da morgens in der Unterhose mit Frau und Kind und weiß gar nicht, wie dir passiert, ja, was dir passiert, und stehst da und dann hoch hektisch wirkende Jungpolizistin und innen, gerade die Innen, waren komplett überfordert. Ausbildungstechnisch würde ich sagen, da ich schon einiges gesehen habe, weil mein Kumpel, weil ich da Einblick hatte, würde ich sagen, denen täte eine Schulung gut mit im Umgang mit Schusswaffen. Das sah, die standen bei uns mit Waffen im Haus und waren total hektisch und total überdreht, überzogen, wie so hysterisch, würde ich sagen. Die beiden Damen in dem Trupp waren hysterisch, sodass der Polizist, der leitende Beamte, der war echt cool, der sagte dann so, Mensch Mädels, kommt mal ein bisschen runter hier. Das ist hier, ne? Wir beschlagnahmen nur eine Waffe. Ja, in meinem Fall, du planst, schaust deine, machst, dass du eine Zukunft hast, willst deine Familie ernähren, deine Steuern zahlen. Auf einmal kriegst du zwei Briefe und dein Leben ist komplett erstmal im Arsch. Und du musst alles, was du dir aufgebaut hast und alles, was du machen wolltest, musst du über den Haufen werfen und erstmal nach Alternativen suchen. Nur durch zwei Briefe. Und dann geht das hin und her.
mit den jeweiligen Gerichten, und da spielt Zeit ja auch keine Rolle. Das ist das spielt Zeit keine Rolle. Das ist völlig wurscht. Ja. Aber dich kostet das halt einfach, Zeit kostet dich Geld und die ganze Sache kostet dich Geld und das ist einfach wurscht. Du musst doch nur zahlen, zahlen, zahlen. Und wenn du nicht zahlst, kommst du nicht weiter, und wenn du nicht weiterkommst, dann bist du schuldig. Oder ja, ich weiß jetzt nicht, was da passiert wäre, das müsste man einen Fachmann fragen. Ja, normal, haben ja auch einige geschrieben, ja, dann hätte er das ja nicht machen müssen und hätte auch nicht dagegen angehen können. Genau, ja. Dann hättest du dann auch kein Geld für Verteidigung ausgegeben und somit wäre dann alles beim Alten geblieben, nur dass du dann keinen Jagdschein mehr hast. Genau, aber dass halt auch Menschen vielleicht arbeitstechnisch von sowas abhängig sind, das spielt dann keine Rolle. Ja, dann waren, und auch aus Prinzipien halt, ne? Ja, dann waren auch wieder Argumente, ja, wenn er dann weiß, dass er davon so abhängig ist, dann muss er sowas eben nicht machen. Und dann schrieb dann einer, im Westen fand ich, das haben mehrere auch im Wild- und Hundforum, so, hat er ja selber Schuld, dann braucht man dem ja auch nicht helfen. Das fand ich das Allerschlimmste. Also wenn... Ich habe dem das auch unter einem Kommentar geschrieben. Ich sag, wenn du, also pass auf, 99% aller Verkehrsunfälle passieren mit einer gewissen Eigenverschuldung. Das heißt, wenn du eigentlich irgendwie zu schnell in der Landstraße, in der Kurve von der Straße abkommst und liegst im Graben und liegst blutend im Graben, dann habe ich, also ich habe ja normal als Bürger die Pflicht, dir dann zu helfen. Das wäre ja sonst unterlassene Hilfeleistung. In dem Bereich. Also könnte ich dann auch sagen, du bist ja selber, hast ja selber Schuld, bist viel selber zu schnell gefahren, du hast das selber eigenwissentlich verschuldet, also kann ich dich da unten verrecken lassen und bluten lassen, weil du hattest ja selbst Schuld. Aber man weiß ja nicht, ob er vielleicht auch, ist er zu schnell gefahren? Nee. Das weiß man nicht. Nee, das wissen wir nicht. Also gehen wir erstmal davon aus, dass man jemandem helfen muss. Also ich habe das innere Bedürfnis, wenn ich Leid sehe. Und bei euch habe ich echt, ich hab gesehen, da zerbröckelt gerade alles. Mit Kindern, junge Familie, alles geht den Bach runter. Und da muss man helfen. Und da habt ihr grandios geholfen. Ich kann euch nur danken. Lasse, mein Lieber. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr das gemacht habt. Auch ich möchte mich praktisch bei Matthias und vor allem bei den Leuten, die ihm dadurch, also mich dann unterstützt haben, beziehungsweise ihn eigentlich, er hat das dann ja angeleiert, auch nochmal von ganzem Herzen bedanken, im Namen von meiner Familie und meinen Hunden. So, und den Kindern. Die Kinder sind auch noch da. Meine nicht Familie. Ja. Deine Hunde. Habe ich gesagt, meine Familie und meine Hunde. Ja, ja. Und jetzt lassen wir es lieber gut sein. Ja, sonst wird es zu schwurbelig, sonst jaulen wir hier gleich noch. Ne? Ja. Leute, ihr seid spitze und denkt dran, wir Guten, wir sind mehr und wir gewinnen. Wir Guten, wir gewinnen. Und nicht die Miesepeter. Ihr Miesepeter, ihr sitzt weiter in eurem Miesepeterloch im Dunklen. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.